Ich habe mich für Geoinformation entschieden als zweiter Bildungsweg. Ich war vorher schon beruflich tätig und habe dann gemerkt, dass mich allgemein schon lange Technik interessiert. Als Jugendlicher habe ich viel programmiert. Ich war für Landkarten ganz groß interessiert und da habe ich einen Mix gesucht, der das abdeckt. Und Geoinformation hat das für mich vollkommen erfüllt. Wir haben im Rahmen vom Bachelorstudium Geoinformation mit ein paar guten Freunden und Studienkollegen ein ambitioniertes Projekt für GPS-Live-Tracking-System umgesetzt. Wir haben das gemeinsam programmiert, wir haben das Ganze konzipiert vorher. War eine sehr spannende Sache. Es ist dann auch in einer Folgearbeit fortgeführt worden und in der Bachelorarbeit 1 verarbeitet worden. Mein Praktikum bei der Kantonspolizei Zürich hat mit Geoinformation sehr viel zu tun gehabt, weil bei der Kriminalpolizei Serienverbrecherverhalten in der Geografie erforscht wird. Und da kommen gelernte Methoden von der räumlichen Statistik und räumlichen Analyse vor, die ich in der Kantonspolizei umsetzen habe können. Es war möglich, eine Software zu schreiben, die die Kriminalanalytiker bei mathematischen, statistischen Auswertungen unterstützt und in Verbindung mit Kriminalitätsanalyse-Software für räumliche Kriminalitätsanalyse verwendet werden kann. Das heißt, ich habe eigentlich in Zürich Programmieren, räumliche Statistik, Kartografie und wissenschaftliche Arbeit verbinden können und das war optimal. Ich studiere Geoinformation weiter im Masterstudium, weil ich draufgekommen bin, dass das Bachelorstudium eine sehr gute breite Basis vermittelt von allen Aspekten der Geoinformation, technisch, mathematisch, genauso wie wissenschaftlich. Aber um noch mehr in die Tiefe gehen zu können und auch in der Technik mehr herauszufinden, in der räumlichen Analyse mehr Methoden herauszufinden und anwenden zu können, mache ich weiter. Es ist hochinteressant und spannend. Und ich freue mich drauf, wenn es da mehr in die Tiefe geht.